Onkelchen, Onkelchen. Ja. Schön weiterbauen da hinten. Natürlich. Hallo, willkommen zurück zu Live in the Vorgalagalagie. Vorstadt? Was ist denn mit dir? Ich habe meist spontane Ansagen und dann gehen sie schief. Ja, so muss das sein, so muss das sein. Alles muss schief gehen bei uns. Nichts darf nach Plan ablaufen. So sind die Regeln vom Laberclub. Ich mache jetzt wieder bei dem Skyrim Community Projekt mit, ja? Und da habe ich gestern aufgenommen und da bin ich an einer Stelle total durchgedreht. Da waren irgendwie so Mumien in so, wisst ihr schon, so diese Katakomben, wo die dann so seitlich drin liegen, die Skelette. Ja. Und da habe ich komplett am Rad gedreht. Okay. Das war total witzig. Das habe ich mir schon zweimal selber angeschaut und habe mich total kaputt gelacht. Wahrscheinlich bin ich der Einzige, der lacht. So, ich gehe weiter auf Schwarzeichen-Farming. Denn ihr habt es ja eh schon gesehen, was ich da bastle. Nur gefällt mir das momentan so nicht so. Deswegen brauche ich noch wesentlich mehr Schwarzeichen. Oh, weia. Ich bin ein Vollpfosten. Warum nehme ich denn keine Schere? Alles abreißen. Weil bei deinem, weil du ja hier schon ein bisschen ausgebessert hast, das ist zwar toll, dass er das gemacht hat, aber dafür hast du mir auch einen Glowstone zugebaut. Aha, Glowstein. Yeah. Das ist mir aber jetzt gerade aufgefallen, wo ich mal geguckt habe. Aber das macht nichts, das kann man ganz schnell wieder in Ordnung bringen. Ordnungen, ne? Ordnungen, Nunge. Dann mach ich mal in Ordnungen. Nungen. Die Order? Ordnungen, Nunge. Boah, Frederik, was hast du mir angetan? Chaos. Nee, Frederik ist der Meinung, dass der oberste Stock ein Block höher gehört. Und das bedeutet, ich muss gerade im Moment die obere Schicht abtragen. Viel Spaß dabei. Die ich erst hingebaut habe vor kurzem. Und nein! Frederik! Frederik! Ach, das Bayerische ist schon schön. So. Jetzt musst du noch einen Kniefall hinlegen und ganz laut schreien. Frederik! Ein Kniefall laut? Ja, ein Fallout ins Knie. Lass es, Cedis. Und wie er in den Modus kommt, mit einer eingesprungenen Rennstellen ohne Spucke. Das heißt, er Rennfotzen mit Anlauf. Wir wollen ja nicht so eine... Ah, Chris. Das hat mein Sportlehrer immer gesagt. Ja, das war damals. Damals konnten wir es vertragen. Die heutige Jugend verträgt doch gar nichts mehr. Ach so, stimmt ja. Das vergesse ich immer wieder. Ja, die verträgt doch nicht einmal gescheite Schellen. Ah. Oh. Die ja. Muss Brenner. Da stand so gescheite Brennschellen. Ja, liebe Freunde, so sieht's aus. Die Kinderhaser vom Dienst. Nein, Quatsch. Die habe ich selber gesehen. Hey, also. Nein! Blöder Hund. Läuft er mir einen Weg? Und ich hau ihn. War ja klar. Wieso Kinderhasser? Wie kommst du jetzt da drauf? Das war doch nur Spaß. Meine Hand, nimm's doch nicht so ernst. Hi Ernst. Hi August. Und Ernst ist jetzt 5 Jahre alt. Ernst, 5 Jahre. Er wurde dauernd geschlagen. Er meint es voll ernst. Okay, ich sehe dich. Oh, das kann sich nur um Stunden handeln. Warum mache ich das jetzt eigentlich in der Aufnahme? I don't know. Weil es Spaß macht, dir dabei zuzuschauen, wie du leidest. Oh nein. Uhahaha. So, Setzlinge. Ich will weiter Schwarzeichen setzen. So, ich meine, das ist ja schön und gut, wenn man mal hier so ein kleines Teil irgendwie so ein bisschen abändert, aber gleich eine ganze Schicht von einem Riesenhaus abzutragen... Ja, das ist ja schon fast wie die Hölle. Ja. Absicht.
Mir geht's gerade mit dem Strip oder Gäsch, mit dem Strip. Mit dem Gästrip. Mit dem Gästrip. Geht's mir auch gerade nicht an. Weil. Mit dem. Weil das. Ja, weil alles der Clawstone halt zugebaut ist. Das, ah! Aua! Ja, was heißt A? Onkel? Ja. Gehst du auch in den Warcraft-Film? Eigentlich interessiert er mich. Wenn ja, wann? Englisch interessiert er mich nicht, nö. Ach komm. Ach komm. Mich hat noch nie Warcraft interessiert. Warum denn nicht? Willkommen im Club. Weil das Spiel mir überhaupt nicht gefällt, überhaupt nicht zusagt. Es geht doch gar nicht ums Spiel, sondern den Film anschauen werde ich mir, aber ich gucke mir nicht im Kino an. Okay. Nein, es geht ja um die Geschichte. Ich meine, das Spiel ist schön und gut, ja, das muss man mögen oder nicht, aber die Geschichte von Warcraft ist einfach eine der geilsten überhaupt in der Spielebranche. Keine Ahnung. Wenn sie nicht gerade durch irgendein Add-on, was sich Pandora oder Lords of Draenor oder wie das heißt, verpfuscht wird, die Geschichte, aber... Thunderfaust? Thunderfaust? Thunderfaust. Ist es nicht eigentlich Fist? Fist of the North Star! Nein. Ey, Andi! Da habe ich auch gleich wieder was, so Manga-technisch. Wie heißt das auf Netflix? Ist das jetzt neu rausgekommen? Fuchio oder sowas? Sagt dir das was? Nein. Das ist eine Serie und da geht es darum, dass da irgendwie... alles kaputt geht? Fuchikago? Du Quatschkopf. Mensch. Mensch, der Cedis möchte mit dir ein ordentliches Gespräch anfangen und du machst wieder nur alles, ziehst ins Lächerliche. Naja. Schlimm, das ist echt. Oh. Also der ist... Also, das ist doch meine Aufgabe hier. Versteht ihr das nicht? Oh, nee, der Andi. Ich musste im Ganzen seine Ernstheit nehmen. Nee, komm, das... Ah, nee, jetzt wird erstmal ganz kurz ignoriert, der Andi. So, fertig. Ich würde ja eigentlich wegrennen, aber ich bin schon weit genug. Jetzt wartet mal, bevor ich jetzt hier noch weiter mich quäl. Jetzt gehe ich mal aufs Dach hier rauf. Du quälst dich? Ich das ja, ich baue es von unten ab. Warum habe ich es nicht von oben abgebaut? Weil du dazu bist. Weil du dazu Dummheit? Bist. Das habe ich aber nicht gesagt. Das hat er gesagt. Und, das hat er gesagt. Und ich habe es einfach überhört. Du hast einfach zugehört. Was? Du kannst zuhören? Der Andi ist so nett zu mir. Ja, ich weiß doch. Wir haben uns alle ganz besonders lieb. Jetzt habe ich einen Andi und einen Joker. Und alle wollen sie mich fertig machen. Ich will dich doch nicht fertig machen. Ich habe dich ganz, ganz dolle lieb. Ja, ja. Keiner will mich ficken. Nein, das war jetzt natürlich Spaß. Natürlich habe ich einen Chris lieb. Aber jetzt nicht so... Was? Dolle, oh, Entschuldigung. Ja, so dolle darf ich noch nicht lieb haben. Sonst heißt es wieder, du bist voll homo. Also pass auf, Onkel, das was? Das hast du entweder... hast du das vom wie heißt der denn? Hardscope oder der Hardscope hat's von dir? Ich sag das seit Kindsköpfe 2? Kindsköpfe 2, genau. Okay, dann habt ihr das vielleicht beide von Kindsköpfe 2. Weil das einfach so geniale Stellen war, wo dieser Junge da immer, was? wo die ganze Familie dort steht, was? So geil. Das ist so episch, finde ich. Oh. Über Filme kann man immer gut lachen, wenn die Filme cool sind. Norbert war auch so ein Film, der wohl... Das kann man sogar über Lieder. Oh ja. Also wenn du so ein Lied hast, das so ein bisschen sarkastisch so rüberkommt, zweideutig. Also ich werde übrigens mit dem Hardscope einen 190er wieder aufbauen. Zusammen. Ein 190er? Mercedes. Achso, ich habe gedacht, du willst die 990er Nummern aufbauen wieder. Das wäre auch eine gute Idee, da wäre ich stinkreich. So, wenn ich mir die ganzen Thumbnail-Klicker auf YouTube anschaue, da wäre ich stinkreich mit der 090 Nummer. Ja. Musst du machen, 090 89. Ihre Gamer-Hotline.
Was? Gamer-Hotline? Was ist mit Gamer? Okay, ich hab hier... Aber nur ein klitzeklein... Fuck you, du blödes Scheiß! Oh, ich muss hinschauen. Ich sehe nichts. Schade. Ich fall immer runter, Junge. Das geht mir im Sack. Du bist auf der anderen Seite vom Haus, oder? Ja, ich, wie gesagt, ich mach gerade... Ach, das war doch... Was mache ich denn hier für eine Scheiße? Au! Ah, oh, wieder runtergefallen. Das ist so geil. Nö, das. So, okay. Können wir bitte schlafen gehen? Ja, Leute? Ich hab kein Bett. Ich geh mal schlafen. Leute! Ich geh mal sleepen. Sleeping on my bed. Na, 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 na. Ich hab kein Bett. Ne, 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 ne. Ich hab immer noch kein Bett. Wie bitte? Despro wurde zu irgendwas teleportiert. Oh oh. Oh oh, jetzt wissen alle, wo du herkommst. Nein. Und können dein geheimes Projekt sich anschauen. Nacht, John Boy. Andi? Wie wär's nochmal? Ich hab schon 3000 Mal gesagt, ich hab kein Bett. Dann lock dich aus, mein Freund. Lalalala. Ich hab aber genug Schafe hier, um mir schnell ein Bett zu bauen. Ja, und der Kratzwursch, der wird jetzt bestimmt gleich wieder total ragen vorm Monitor, wenn er sich das anschaut. Weil er sich denkt, warum habt ihr das Mod immer noch nicht auf dem Server drauf gespielt? Achso, ja. Dass nur die Hälfte schlafen muss. Ja. Warum hast du das noch nicht drauf gespielt? Ey, weißt du was? Da. Habt ihr jetzt davon? Ja, so, ausgeschlafen. Ah. Das sah ja so aus, als hätten wir geschlafen. Ist doch okay. Genau. Jetzt, wo ich es fast hätte. Tja. Das nächste Mal. War's zu langsam. Wie immer. Das nächste Mal. Oh, lim. Aua. Aua. Ach ja, Gronkh hat schon wieder den nächsten Twitcher geradet. Welchen? Jetzt aktuell oder war es jetzt schon eine Woche her? Also den ersten, den er geradet hat, der mit der Krankenhausrechnung, den fand ich ja total... Nee, warte mal, das war doch... Das war der erste. Das war der erste, ja, genau. Hatte der auch Minecraft, oder? Nee, der hatte Warcraft. World of Warcraft, genau. Der war World of Warcraft. Und der zweite war mit Minecraft. Der war gerade im Creative Mode und hat da gebaut. Genau. Und der erste, der war ja, also der war wirklich total sympathisch, der Kerl. Beim zweiten... Ja, da war es klar, so ein paar, der hat sich gefreut, der war aufgeregt, aber boah, leck mich am Arsch, wurde das gezeigt? Ich hab gedacht, Alter, halt doch mal die Klappe. Da hat er seine komplette Lebensgeschichte erzählt, Alter. Echt? Ja, okay, vielleicht habe ich so weit nicht geguckt. Oh. Was? Da ist schon Glas. Der war nett, klar, aber. Der hat also nett Lebensgeschichte erzählt, aber halt die ganze Zeit so. Der hat ganz schön viel von seinem Leben gequatscht. Also ich hab nur mitbekommen, Karma wie er versucht. Ach so, ja, nee, aber das war ja nur ganz kurz. Er hat eigentlich die meiste Zeit versucht, den Gronkh in TS zu bekommen. Ne, da war ja dann im TS mit dem Gronkh. Naja, die haben ein bisschen aneinander vorbeigelabert. Und da hat er die ganze Zeit geredet von seinem Karma-Gedöns und immer wieder das Gleiche und immer wieder. Da war halt aufgeregt, ich verstehe das auch, ich wollte da glaube ich auch irgendwie Zeug zusammen stammeln, ne, aber. So Jungs, geht mal her, sterbt mal beide zusammen, dankeschön. So, so weit hoch muss es? Was komm ich von da unten überhaupt hin? Du bist ein Kürbis? Ich mag Züge. Warum bist du ein Kürbis? Weil ich in der Gegend umstehe, hässlich aussehe. Und okay. Ein Gemüse bin. Aha. Ja. Ist gut. Hast du das gerade Onkel gesagt? Nee. Nein. Nein, ich bin irgendwie so ein komischer. Chris, hast du gerade einen Schlaganfall? Nein. Hast ein Schlaganfall. der wäre auch geil. Oh, ein Schlaganfall, Classic. Hey, Mann, das... Hey Mann, du siehst aus, als hättest du einen Schlageranfall. Ja. Badumtsch. Genau. Nee, am besten ist es immer noch, das geht aber jetzt nicht hier im Video, wenn du dich hinstellst
und dann einfach um dich rumläufst oder um einen Punkt rumläufst und dann sagst, ich hab's mit dem Kreislauf. Okay, der ist unterirdisch. Schlechter geht's nicht mehr. Also das stimmt überhaupt nicht. Das war vor 20 Jahren war das der absolute Burner. Also, doch Schlageranfall. Und irgendwann wird es auch wieder der Burner sein, wie immer halt. Also, es wird dich zum Burnout verhelfen. Genau. So wie, gerade im Moment ging so rum, ich mache ja normalerweise keine Verkaufsanzeigen, aber ein Kumpel von mir hat irgendwie Karten für das Eröffnungsspiel Deutschland, Rumänien oder sowas gekauft und hat ganz vergessen, dass er heiratet an dem Datum. Und dann unten drunter, möchte jemand einen Anzug in Größe 46 kaufen? Also ich habe mir das gar nicht weiter durchgelesen, weil ich dachte, du wirst wirklich mich interessiert, das nicht. So, und auf jeden Fall bin ich dann gleich angeschrieben worden von einigen Leuten, dass ich das geklaut hätte von irgendjemandem. Keine Ahnung, wer das sein soll. Anscheinend irgendjemand Bekannterer, ja? Und dann habe ich gesagt so, ey, hallo, der Typ, der hat das selber... Akazienholz. Nein! Doch. Das lasse ich jetzt einfach dran, ist mir scheißegal. Der Typ hat es selber geklaut, weil das habe ich schon vor 10 Jahren habe ich das schon gelesen in abgeänderter Form halt, ja. Und es kommt immer wieder und irgendwelche Leute denken dann, der hätte es erfunden, ja. Und dabei, ja. Dabei ist es gar nicht wahr, weil das Geklaute vom Geklauten schon ist. Genau. So schaut es aus. Um was geklaut ist, kann man nicht mehr klauen, weil es schon geklaut wurde. Also. Wieso habe ich eigentlich Akazienholz? Nee, das ist doch Fichtenholz. Schwarzein. Brille. Ey, warte mal. Leute. Matrix? Schwarzeichen? Akazien. Akazien. Eichenholz. Na toll, nein! Der hat jetzt hier alles durchgewechselt, oder was? Ja, weil es falsch positioniert ist. Fichtenholz? Da war es noch Fichtenholz. Eichenholz. Alter, ne. Der Chris ist immer ohne zu denken drauf los. Na, das ist halt diese komische Automatik. Wir hatten es erfunden. Beim Autofahren, wer hat Automatik erfunden? Du, ein Quatsch. Na, beim Autofahren ist das schon recht praktisch. Nein, Automatik ist was für Behinderte. Das ist richtig. Ach komm, geht's. Das ist doch kein richtiges Autofahren mit Automatik. Das ist doch Quatsch. Ja. Echt. Nur Gangschaltung ist es wahre. Richtig. Gangschaltung ist für Männer. Nee, Leute. Es ist ganz anders. Es ist einfach nur Neid. Das ist Neid. Die Leute, die sagen, dass Schalten besser ist, die sind einfach nur neidisch auf die, die eine Automatik haben. Das ja, weil die, die Automatik haben, zu dumm sind, den Zeitpunkt zu erahnen. Wenn der Motor gerade so richtig aufholt. Ist doch ein Schwachsinn, ey. Ich bin bestimmt 500.000 Kilometer mehr gefahren als ihr, ja, und ich fahre Automatik, weil es einfach viel entspannender ist. Und sag ich doch Faulheit. Ja, was heißt Faulheit? Ja. Nein, das ist Verkehrssicherheit. Jetzt tust du nur noch gut reden. Ja, was willst du doch gut reden? Das ist doch kein Neid, wenn ich Gangschaltung nicht pass mag, auf, mag oder wenn ich das halt besser finde, weil ich es langweilig halt finde, das ist keine, ich will mich im Auto nicht entspannen, ich will ja Spaß haben am Autofahren und die ganze Zeit drinnen sitzen, bloß einen Fuß zu drücken und da zu sitzen und es macht alles von selbst, finde ich blöd, ist kein Autofahren. Das macht genauso Spaß und das ist genauso Autofahren. Ja, deine Meinung. Die zählt ja gerade nicht. Deine eigene. Ja, ich war genauso wie ihr. Ich war auch immer so, oh, Schaltung und bla und blub. Und bin aber noch nie richtig Automatik gefahren halt. Vorher. Ich bin in Automatik gefahren. Das gefällt mir nicht. Wie lang? Einmal? Einen Tag? Nö, oder? Einen Monat lang oder so. Okay. Ja, dann gefällt es dir wirklich nicht. Ne, echt? Ach, was? Das hätte ich nie gewusst. Ich weiß es einfach von wirklich vielen Leuten, ja, die alle auch über Automatik geschimpft haben und inzwischen nichts mehr anderes fahren.
Deswegen meine ich ja das. Und wenn es bei dir wirklich anders ist, dann ist es halt wirklich anders. Ja, ich mag es halt nicht. Das mag auch vorkommen. Ja, also so. Ich finde es ja nicht schlimm, wenn es jemand mag. Soll sie machen, aber mir gefällt es halt nicht. Ich finde, das ist einfach kein Auto. Irgendwann setzt du dich einfach nur noch ins Auto und wirst von A nach B von selbst gefahren und machst gar nichts mehr. Sitzt einfach nur noch drin. Ja, das Auto gibt's ja schon. Boah, was ist das? Das ist, brauchst du kein Auto fahren. Dann sagen sie, du brauchst... Nee. Hey, aber es hat Nvidia mit entwickelt, weites Kind. Na dann! Na dann ist was anderes. Da ist ja auch die 1080 drin, ne? Naja, nee. Andi. Das ist vielleicht beim Google-Auto so, aber nicht bei den deutschen Autoherstellern. Hab ich gesagt, dass Nvidia in VW benutzt, oder wie? Für das selbstfahrende Auto? Auf jeden Fall wird die Scheiße kommen und das langweilt mich volle Knecke, weil... Da kann ich mich genauso gut im Zug setzen, ne? Ist das Gleiche. Richtig. Nur, dass ich mich im Auto halt ja flexibel losfahren kann. Wow. Ach übrigens, tschüss Leute. Ja, schon wieder. Tschüss, bis zur nächsten Folge und zur nächsten Diskussion. Ciao. Ciao.